Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid heute Abend bei dieser wunderbaren Begegnung. Bernd Stelter ist da, ne? Der ist aber, der wäre sowieso da und ich darf dabei sein, um mit ihm über sein neues Buch zu sprechen und alles andere, was ihn bewegt in diesen Zeiten. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und es sind ganz magere Zeiten. Was ist denn mit dir passiert? Ja, 24 Kilo runter, wenn ich zum Friseur darf, 25. Hammer, oder? Und ich dachte, wieso trägt er ein Ringelshirt? Man sagt ja immer, quergestreift macht dick. Ja. Dann haust du jetzt aber mal einen rein. Ja. Nein, er hat gerade schon angegeben, er hat nämlich so eine Uhr und die sagte, wie viele Schritte machst du? 10.000 Schritte pro Tag. Die müssen dran sitzen, ja. Und da, du kannst jetzt ruhig mit mir hier sitzen, weil du die alle umhast. Im Moment sind es, obwohl ich jetzt zuletzt gesessen habe, 10.945. Er hat seinen dritten Krimi, seinen dritten Holland-Krimi rausgebracht. Mieses Spiel um schwarze Muscheln mit einem wunderbaren Muschelpott vorm Kopf, mit dem Kringelshirt an. Das ist, ich glaube, das holländische Zeichen. Wenn man in Holland Camping macht, hat man sowas an. Ja, und wenn du in Holland Camping machst ohne Ringelshirt, dann fährst du. Übrigens, die Dinger heißen Normandie-Shirt. Überall auf der Welt, aber in Holland nicht. In Holland würden die wahrscheinlich. Kannst du da auch überall kaufen, ne? Wenn du in so eine Strandbude gehst, diese Dinger hängen da immer. Mhm. Was Besonderes hat dieses Buch, und das müssen wir nämlich sofort abarbeiten, am Anfang des Buches tauche ich sogar auf und es taucht unser gemeinsamer Freund Sven Plöge auf, der was gemacht hat, der hat ja schon einen guten Hinweis gegeben, ne? Also ich brauchte richtig gutes Wetter, aber das Ganze spielte in den Osterferien. Ich saß in Sachsen in einem Hotel und dachte, wie kriegen wir in Osterferien so ein Wetter hin? Und dann fiel mir ein, ich habe die Telefonnummer von Sven Plöger und dann habe ich ihn angerufen. Genau, und ich habe sie auch und Svenny ist jetzt kurz vor der aktuellen Stunde und ich habe gesagt, wir rufen uns an mit Gucken. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das hinkriegen, ob das funktioniert. Ich guck mal, ob ich ihn auf laut kriege. Anruf fehlgeschlagen. Ach du liebes Lottchen, was habe ich falsch gemacht? Nochmal. Ihr habt ja Zeit. Profis am Werk. Svenny Plöger. So. Scheiße. So. Es klingt schon mal gut. Es klingelt was? So. Hallo Svenny, ich habe noch gar nicht auf Gucken gedrückt. Jetzt aber. Hast du auch auf Gucken gedrückt? Warte. Das ist er, ich erkenne ihn. Hallo Sven. Wir sprechen gerade über das Buch, in dem du ja auch eine Rolle spielst. Und Bernd, sie ist dir so dankbar. Erinnerst du dich daran, wie er dich angerufen hat? Natürlich erinnere ich mich daran. Und es ist für mich immer ein ganz großes Highlight. Erstens, wenn Bernd überhaupt anruft. Und dann zweitens, wenn er sich dann so langsam in diese Wettergeschichte reinarbeitet und zu mir sagt, was er denn da so gern hätte. Und dann bringt er mich ja fast zwangsläufig mit seiner Frage auf die postfrontale Subsidenz und dann haben wir zwei einfach Freude. Also er ist ja auf jeden Fall total dankbar und er darf auch für das nächste Buch nochmal anrufen, oder? Also aus meiner Sicht für jeden Band. Ich mache dir, Bernd, immer eine Wettergeschichte rein. Wir kriegen immer eine hin und sie ist sicherlich immer auch besonders schön absurd und es macht mir also wahnsinnig viel Freude, wie auch immer dann das Lesen von Bernds Büchern. Das ist ja auch wirklich ein wahres Vergnügen, das zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht und das ist für mein Gesicht ja auch wichtig. Ja, danke schön. Ich finde es sehr süß, dass du die Haare so zauselig hast. Lass dir so lang, Svenny. Das hat ja mit den verminderten Friseurbesuchen zu tun, deswegen muss ich das im Moment so tun und ich finde mich auch also optisch wahnsinnig attraktiv. Sven, schau mich an, du bist nicht der Einzige, der das Problem hat. Ja, aber bei dir passt das alles besser zusammen, Bernd. Danke, du gehst jetzt in die aktuelle Stunde, dann in die Tagesschau. Danke, dass du im Moment Zeit für uns hattest. Tschüss, Svenny, bis bald. Tschüss, Svenny, tschüss. Und da sind wir auch schon bei deiner Recherche. Du nimmst das echt alles sehr genau, du kennst dich richtig aus da. Ja, also es heißt... Aber wir horchten schon auf, als Sven Plöger auf WDR 2 Steffi Neu erklärte, dass nach der fetten Kaltfront, die im Moment über uns läge, eine postfrontale Subsidenz zu erwarten sei, dass das folgende Sturmtief wohl nach Skandinavien abdrehe, was dann für den Ableger eines Azorenhochs Platz schaffen würde, der uns ein frühsommerliches Wochenende mit Temperaturen weit über der 20-Grad-Marke bescheren würde. Frau Neu reagierte auf diesen Monolog wie ich. Sie sagte, aha. Und Herr Plöger empfahl noch, den Grill rauszustellen und die kurzen Hosen bereitzulegen. Wir hatten stattdessen zwei Pullover mehr eingepackt, uns geistig und moralisch auf das romantische Geräusch Regenschauer auf Vorzeltdach eingestellt und ich glaubte Herrn Plöger kein Wort.
Und es ist so schön. Es hat dir ja wirklich genutzt, weil du dann plötzlich anderes Wetter brauchtest. Und genauso ist es ja auch passiert. Dieses Buch, es ist ein Fall. Es spielt in Holland. Man kriegt unglaublich viel Hunger und Durst. Also man nimmt eigentlich zu beim Lesen. Ja, das war die Idee. Also es geht ja um Muscheln. Und ich bin mittlerweile, ich war das nicht immer, aber ich bin mittlerweile wirklich ein Muschelfreak. Und ja, ich glaube, wer das Buch gelesen hat, der ist hinterher auch einer. Und du kennst dich auch mit dem Bier gut aus? Ja, ja, ja. Welche Biere sind für dich die Biere, die man in Holland trinken muss? Also ich bin ja sowieso der Ansicht, dass ein Bier immer da am besten schmeckt, wo es aus dem Fass läuft. Also deswegen, ich weiß, dass man in Köln das schwer hatte sozusagen, aber beim Schumacher, in der Brauerei Schumacher in Düsseldorf schmeckt ein Alt fantastisch. Ja? Und im Früh schmeckt ein Kölsch unglaublich gut. Und im Pirat in Ostkapelle geht über ein Grimbergen gar nichts. Und Grimbergen ist schon sehr schön, wobei diese Weißbiere, die sie haben, Wixewitte heißt das Zeug. Wixewitte? Wixewitte schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut, gerade so in Mittagsstunden. Ein Satz ist mir dann aufgefallen, ein Bier gegen den Durst und eins für lecker. Ja. Das fand ich eine ganz süße Logik. Das erste Bier ist ja auch immer, das ist ja gerade wenn es so wärmer ist, und wir haben ja gesagt, es war ja über 20 Grad, dann verdunstet so ein Bier ja auch mal sehr schnell auf der Speiseröhre, und damit man das überhaupt genießen kann. Mhm. Ja. Kurz zum Inhalt des Buches, ohne zu spoilern. Ne? Spoilern heißt petzen. Also da sind hier unsere deutschen Campingfreunde, die wir jedes Jahr da sind. Dann ist ja der Piet, der Kommissar, und es hängt ein toter Mann mit Jutesack über dem Kopf im Wasser. Unterm Pier in Westkapelle, ja. Ja. Und dann wird ermittelt, warum dieser kauzige Muschelmann tot sein könnte. Ja, das Blöde ist halt, der ist ja ertrunken, ja. Also er hat in seinen Lungen findet sich Wasser, aber das ist kein Nordseewasser. Also so einfach, wie man sich das vorstellen könnte, dummerweise über Bord gefallen, weil man gerade einen Muschelsack über dem Kopf hatte, so einfach ist es nicht. Nee. Und ob es die Badewanne war, wir sagen da nichts weiter zu, aber es fällt auf, lieber Bernd, ich verfolge dich ja schon ewig, du begleitest mich ja mein Leben lang, dass du so ein toller Schreiber bist, habe ich nicht gewusst. Ich weiß, du bist ein toller Sänger, toller Moderator und du hast einen sehr geilen Humor, ob im Karneval oder so. Dieses Schreiben, wann hast du, fangen wir mal praktisch an, dieses Buch, wann hast du da den letzten Punkt gesetzt? Wir haben jetzt Ende Februar. Ich würde mal sagen, im September der letzte Punkt müsste es gewesen sein. Wäre ohne die Zeit, in der wir gerade leben, das Ganze länger gewesen? Ja. Da darf ich hier nicht sagen, dem Verlag habe ich gesagt, ich kriege das locker fertig, aber ohne Corona wäre es schwer geworden. Ja. Es ist übrigens der Bastei-Löbe-Verlag, bei dem sind wir auch heute Abend, und der Express unterstützt das Ganze. Alle, die uns zugucken, herzlich willkommen nochmal, damit ihr auch wisst, wo ihr überhaupt seid. Also die Corona-Zeit hatte ich dann schon so ein bisschen zurückgeworfen und an den Schreibtisch gesetzt. Ja, aber ich mache das auch wirklich gerne. Mein Job hat zwei Teile. Mhm. Ich bin kein Schauspieler. Ich habe nicht ein Drehbuch, das ich irgendwo spiele oder so. Also wenn ich mit einem Kabarettprogramm auf der Bühne stehe, dann habe ich mir das erstmal geschrieben. Zumindest zwei Drittel. Mhm. Wenn mir jemand ein Stück schreibt, gerne, aber das meiste ist von mir. Und ein Schreiben ist das eine und hinterher darstellen oder ein Buch rausbringen das andere. Und in so einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, ist es natürlich sehr schön, dass man diese Schreiberei auch noch hat. Und beim Schreiben ist mir halt schon wichtig, dann eben wirklich kein Ghostwriter. Und nicht nach dem Motto, der Kabarettist hat auch ein Buch rausgebracht, da kannst du das beim Programm nochmal lesen. Ich möchte schon auch wirklich ein Buch schreiben, wo man auch Spaß am Lesen hat, auch Spaß an Formulierungen findet. Und wobei das ja echt Langstrecke ist, ein Buch zu schreiben. Wenn du sonst mit deinem Soloprogramm unterwegs bist oder so Stücke schreibst für dein Soloprogramm, dann weißt du, okay, das muss jetzt 5, 6, 7, 10 Minuten dauern. Ja. Das hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Da ist es dir ja egal, ob es 300 oder 500 Seiten hat, aber es ist ja schon dann eine Strecke, wo du über Wochen konzentriert, Monate an einem Thema, an einem Plot arbeiten musst. Und es ist ein Krimi. Ja. Das heißt, wenn du ein normales Buch, ich habe ja geschrieben, mein letzter Gewichtsverlust, da hieß das Buch ja, wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben. Und da konntest du anfangen zu schreiben und irgendwann war es zu Ende. Bei einem Krimi geht das aber nicht. Beim Krimi musst du ja wissen, wer war es, und noch viel wichtiger, wer war es nicht. Warum sollen die Leute aber glauben, dass es war? Ja, du musst ja denken wie der Leser. Ja. Und der Leser muss ja auch verstehen, warum du es so machst. Weißt du am Anfang des Buches, wer der Mörder ist? Ja. Das heißt, wenn man das verfilmen würde und du wärst mein Mann, wie beim Tatort, könntest du auch innerhalb der ersten 5 Minuten sagen, wer es war? Nein. Weil ich mir die Geschichte ausgedacht habe, ich kann es sagen. Aber ich frage ja immer, wenn jemand gelesen hat, und wann wusstest du, wer es war? Und wenn die dann sagen, gar nicht, dann geht es mir gut. Wie leidlich bist du in deinen Schreibfarben? Ich bin nicht so diszipliniert, wie ich sein sollte. Ja. Aber
ich habe meine feste Vorgabe und die ist 3 Seiten. Also 3 Seiten im Computer, 3 DIN A4 Seiten. Am Tag? Am Tag, die möchte ich schreiben. Nicht mit der 18-Punkt-Schrift, sondern mit der normalen? Nee, die 12-Punkt schreibe ich. Und dann ziehst du dich konzentriert zurück und willst auch nicht gestört werden? Ja. Und dann habe ich einen Zettel in der Hand, dann komme ich raus zu meiner Frau und lese ihr das vor. Möchte sie das? Nein. Und nein, das ist das Schöne, nein, natürlich möchte sie das, sie hilft mir sehr gerne. Ja. Das Problem ist halt nur, wenn man... Das Problem ist halt nur, wenn man dann etwas vorliest und dann am nächsten Tag überlegt man sich, haha, ich drehe das um. Ich baue Wort 17 auf 14 und mache das Ende kürzer. Mhm. Und das ist natürlich für denjenigen, der es hört, genau das gleiche normal. Und wenn man das 3-mal macht, dann wird es für sie nicht viel interessanter, aber ich frage trotz allem immer, ob es schöner geworden ist. Denn sie ist ja deine erste Leserin. Wenn sie ja was sagt, es ist für mich nicht schlüssig, ich hake da. Wie sehr lässt du dich dann darauf ein? Ja. Es gibt, also ich lasse mich drauf ein, ich checke das nach, gucke, ob das richtig ist. Meist hat sie recht, aber es gibt auch so Punkte, wo ich sage, ja und egal, dann glaube ich meinem Bauchgefühl. Weil ich habe mehr Bauch, das muss dann... Hattest du? Ja, hatte ich, ja. Und jetzt kommen wir mal zu eurer Urlaubsliebe, zum Camping in Holland. Es gibt ja wirklich, also ich habe so ein paar Sachen gesehen, diese 3 Küsschen, die sich die Niederländer immer geben, die wird es ja jetzt auch nicht mehr geben, ne? Nein. Sicher nicht. Ich meine, du bist ja auch nochmal da gewesen. Ich war im Sommer da und im Sommer war es ja so, dass die Niederländer ohne Maske unterwegs waren. Das hat sich mittlerweile geändert. Die waren ohne Maske unterwegs, aber diese Abstandsregelung, die haben sie sehr konsequent eingehalten. Die hatten in den Supermärkten waren immer so Pfeile, wie man längs gehen soll. Und das war schön, wenn dann eine Oma da stand am Regal und hat geguckt, welche Kaffeesorten die denn so im Angebot hatten. Dann stand jemand dahinter mit seinem Einkaufswagen und wartete, bis Oma fertig ist. Bei uns hätte man der Oma den Einkaufswagen schon längst in die Hacken geschoben. Ja? Der Niederländer ist ein bisschen entspannter. Und ich fand, sie sind auch eigentlich gut mit der Sache umgegangen, aber sie sind ja genauso überrannt worden von dem Virus wie wir. Ihr habt da in Holland, wie nennt man das? Das ist ja so eine Parzelle. Ja, ein Mobilhome heißt das. Ein Seniorencamping. Dass ihr richtig so eingerichtet habt, dass man da richtig wohnen kann, auch für länger. Ja, das ist eine kleine 60 Quadratmeter Wohnung. Was findest du so toll daran? Ich finde gerade, dass es so klein ist, ist so prima. Weil wenn so eine Wohnung so klein ist, muss man immer einen Schuss haben. Sonst geht das gar nicht anders. Und bei einer großen Wohnung, das ist egal, da kannst du ja auch ein Zimmer zumachen, nimmst ein anderes. Ne? Also eine kleine Wohnung und dann ich finde es so toll, ich fahre so gerne Fahrrad und in Holland keine Berge, super. Aber jetzt sagen die Campinggegner, aber so ein bisschen Luxus könnte es ja schon mal sein. Was ist mit der Wellness-Oase, mit dem 3-Gänge-Menü, mit dem Frühstück am Bett? Also ich sage erstmal, die Leute, die sagen, nee, ich lieber ein bisschen, ich brauche mal meinen Freiraum, ich gehe lieber ins Hotel. Ja, die sitzen morgens beim Frühstück mit 1000 Leuten im Hotelfrühstücksraum und ich sitze alleine. Also insofern, das ist mir schon lieber. Wenn ich schön essen gehen will, dann packe ich meine Frau ein, gehe mir ein schönes Restaurant, das kann man ja tun. Ja. Aber ich stehe aber auch gerne am Grill. Und macht das zu Hause. Aber ihr seid, alle, die sich dagegen entscheiden, eine eigene Urlaubsimmobilie zu haben, man ist so festgetackert und festgelegt. Man muss ja dann auch dahin. Auch wenn man im Sommer mal Bock hätte, mal einmal woanders hin. Dann machen wir das. Dann macht ihr das dann auch. Also, ihr seid also ich bin nicht nur in Holland. Aber jetzt ganz ehrlich, je älter ich werde, am liebsten schon. Wir haben da so eine Regelung. Wir sagen immer, also ich sage mal, wenn ich einen Tag habe, an dem ich da morgens wach werde und gehe abends da ins Bett, dann reicht mir das. Also wenn ich freitags nachmittags da hinfahre und fahre erst Sonntagnachmittag zurück, das habe ich einen Tag dazwischen, dann geht's. Was ich nicht machen würde, ist Samstag hin, Sonntag zurück. Das wäre mir zu wenig. Wie sehr vermisst du das im Moment? Ich meine, es ist ja fast ein halbes Jahr jetzt nicht mehr da gewesen zu sein, ne? Ich habe regelrecht Holland weh. Ja. Also mir fehlt das jetzt. Ich möchte jetzt gerne am Meer stehen und da rausgucken und ganz ruhig werden. Und das kann ich da. Und ich merke einfach, dass das hier zu Hause, und ich sitze trotzdem wieder irgendwann am Computer und gucke die neuen Inzidenzzahlen an. Ich glaube, das könnte ich in Holland weglassen. Und dieses Holland-Weh habe ich sogar gekriegt beim Lesen, weil man es riechen kann. Man kann Salz riechen, man kann auch irgendwie, Holland riecht Niederlande. Es gibt Hörer, die sagen immer, Niederlande von Neuholland ist nur ein Teil davon. Ja, das ist ja Seeland. Ja. Genau, es ist ja so eine, es ist ja so ein ganz spezieller Geruch und eine Entschleunigung, sobald man da über die Autobahn fährt, oder? Empfindest du das auch so? Das war für mich das schönste Kompliment, dass die Leute, die es schon gelesen haben, sind ja noch sehr wenige, weil es kommt ja jetzt erst raus, die haben gesagt, hör mal, das war wie 10 Tage Urlaub.
Oder sind wir alle so sind wir alle so. Ja. Und gerade jetzt, Entschuldigung, schöneres Kompliment geht nicht, ne? Ja, dann tue ich das gerne. Und du guckst mich aber auch so an, als wärst du da gewesen. Aber er hat hier 10.000 Schritte Bräune im Gesicht der letzten Tage. Du siehst so aus, als wenn du gerade von da gekommen bist. Was mir auch auffällt in dem Buch, und das hat mir sehr gut gefallen, deine Liebe zu den Menschen, deine Detailtreue, was Kleinigkeiten angeht, in der Beschreibung dieser Menschen. Da ist diese eine Dame, die 93-jährige Juliana. Ja, das ist eine Vermieterin. Ich schmeiß hier ein bisschen Bücher. Vermieterin des Kommissars, wo er jeden Abend mal eben vorbeigeht auf ein Gläschen Wein. Ne? Ja, und das, was mir dabei gefällt, ist, das habe ich auch noch nirgends gesehen. Das ist nicht irgendwo so eine Assistentin hat jeder. Ja, und ein Chef und so, aber die Vermieterin. Und immer, wenn er noch Zeit hat, dann geht er kurz rüber. Es war kurz vor 8:30. Es dämmerte gerade. Heute hätte man am Strand perfekt das Schauspiel beobachten können, wie die Sonne im Westen über der Nordsee den Horizont berührte. Wenn das klar zu erkennen war, wenn die Berührung auch nicht vom kleinsten Dunstschleier über dem Horizont verschluckt wurde, dann spielten sie im Seerover Once Upon a Time in the West. Das Stück von Ennio Morricone verklang exakt in dem Moment, wenn der letzte orangefarbene Strich im Meer versank. Wunderbar. Aber Pete war nicht im Seerover. Er erreichte gerade den Greise Dolfijn, dieses schöne alte Kaufmannshaus. Die Häuser in Holland haben Namen. Stehen ganz oft so Namen dran. Ja, stimmt. Ja. Dieses schöne alte Kaufmannshaus von Juliana Joses, das neben vielen anderen Häusern am Binnenhafen davon zeugte, dass Middelburg einst eine der bedeutendsten Seehäfen der Niederlande war. In diesem herrlichen Haus am Türfkai wohnte Piet seit Jahren für eine viel zu niedrige Miete. Es war eine gute Zeit, um noch auf ein Stündchen mit Juliana zu plaudern. Er schloss die schöne hellgrau lackierte Haustür mit dem eisernen Türklopfer in Form eines Delfins auf. Er ging die Treppe hinauf zu seiner Wohnung im ersten Stock und er achtete darauf, die dritte Treppenstufe nicht auszulassen. Diese dritte Treppenstufe knarzte seit Jahren. Somit war sie für Juliana das untrügliche Zeichen, Piet kam nach Hause. Er machte sich ein bisschen frisch und er bildete sich ein, die Dusche zu nehmen, weil sonst zu spät für einen Besuch bei Juliana wäre. Das war natürlich reiner Selbstbetrug, denn seine alte Freundin ging nie vor 1 Uhr nachts zu Bett. Nachdem er ein Deodorant benutzt und ein frisches T-Shirt aus dem Schrank gekramt hatte, war er schon fast durch die Tür und dann fiel ihm die Zeitschrift ein. Er nahm sie vom Schreibtisch, stieg die Treppe wieder hinunter und schloss mit seinem Zweitschlüssel Julianas Wohnung auf und rief, Guten Abend! Hast du schon einen Weißwein? Nein, noch nicht, antwortete diese wunderbare, leise und schon leicht brüchige Stimme aus dem Wohnzimmer. Bring mir bitte ein Glas. Piet öffnete den Kühlschrank, er nahm die grüne Flasche mit dem feinherben Rheinwein und goss ihn in ein altmodisches Weinglas mit dem grünen Fuß. Dann nahm er noch zwei Fläschchen Grolsch, eins für den Durst und eine für den Genuss. Er ploppte die Bügelflasche auf, hängte sie wie immer mit dem Bügelverschluss an Zeige und Mittelfinger und ging zu Juliana ins Wohnzimmer. Sie saß in ihrem grünen Sessel mit den Holzgriffen an den Armlehnen, die schon reichlich abgegriffen waren. Das Häkeldeckchen auf der Rückenlehne war gestärkt und so blütenweiß wie das Haar von Juliana. Piet hatte sich schon oft gefragt, was wohl älter war, der Sessel oder die Sitzende. »Na, mein Lieber, wie war dein Tag?«, fragte seine Freundin, nachdem er sie sanft auf die faltigen Wangen geküsst hatte. Er reichte ihr das Weinglas und sagte, »Fing gut an, ging chaotisch weiter und hört gut auf.« »Das musst du mir jetzt ein bisschen genauer erklären.« Und Piet erklärte. Und dann habe ich in dem Moment, als er rief, als er ihren Namen rief, habe ich Angst gehabt, dass sie nicht mehr lebt. Und ich war so froh, dass es ihr gut geht. Ja. Und ich hoffe und wünsche, dass es ihr auch in nächsten Krimis, dass sie noch dabei sein wird. Wenn eben möglich, werde ich ja noch lange, lange erleben können, ja. Dann ist mir ja als nordrhein-westfälische Radiofrau natürlich der Männergesangsverein Sangeslust aus Bocholt aufgefallen. Knaller, oder? Knaller. Wo hast du den denn ausgegraben? Nein, also einer meiner Camperfreunde Detlef Schulen-Camper, der ist jahrelang hat er neben mir gestanden und ich habe einen anderen Freund, der kommt aus Borken und der ist im Männergesangverein und die beiden habe ich vermixt und deswegen Männergesangverein. Die werden sich bestimmt merken. Dann die Formulierung, die ich auch sehr schön fand, weil du die auch toll beschrieben hast. Anne wohnte gern. Ja. Das Verb einfach zu wohnen. Ja. Wo ich dachte, das möchte ich, das finde ich ein sehr erstrebenswertes Ziel. Das ist also schon eine autobiografische Ecke. Das ist meine Frau ist das. Meine Frau ist in der Lage zu wohnen. Ich kann das nicht. Also meine Frau sitzt in einem im Sofa und dann sitzt sie da und strickt und löst dabei ein Sudoku und guckt Fernsehen und liest ein Buch. Alles gleichzeitig und das findet sie wunderbar und sie ruht dabei in sich. Ja, wenn ich dann mal zu Hause bin und jetzt im Moment bin ich ja oft zu Hause, und ich denke mir, ich bin ein guter Ehemann, ich wohne mit.
10 Minuten. 10 ja. Minuten maximal, dann renne ich wieder los. Ich bin da, bin ich zu hibbelig für, kann ich nicht. Ja, die Zufriedenheit im Sein. Dann an einer Stelle habe ich gedacht, was sind das für Geizkragen? Also WLAN für 9,90 Euro die Woche, das ist jetzt wirklich für den Nutzen, den man hat, nicht viel. Aber für Camper gewaltig. Echt? Darum, da habe ich nämlich, sind Camper, also eine Geiz, ich weiß, geizig klingt so negativ, aber halten die so die Groschen zusammen? Camper würde doch sagen, wie 9,90 Euro in der Woche, das heißt pro Monat über 40 Euro, das heißt in 12 Monaten fast 500 Euro. Gut, sie sind nur 3 Wochen da, aber man kann doch mal durchrechnen. Und einer kauft dann WLAN und alle hängen mit dem Kopf über diesem Tablet. Ja. Ja, das, gut, das ist ja in dem Fall ist es ja so, dass eine der Campers-Gattinnen halt ein großer Fan des Foodbloggers Chester Bloomberg. Genau, auch so eine ganz bekloppte Figur. An wen hast du dabei gedacht? Ja, ich habe da ein Vorbild. Ich habe da jemanden gekannt, der so angezogen ist, also mit Tweed-Sakko und mit bunten Krawatten und den passenden Schuhen dazu und dann da so rumstolziert. Da kenne ich jemanden. Und diese Idee, diesen Menschen zu entwerfen, das hat mir auch richtig Freude gemacht. Um noch einmal auf das Essen zu kommen, es wird beim Camping, und das wirst du auch sagen, es wird viel gegrillt, du machst das auch gerne. Gibt es da so ein Verhältnis ausessen und selber kochen? Ja, bei uns ja. Bei uns, also wir versuchen immer zweimal selber kochen und einmal müssen wir dann nicht. Okay. Ja, das ist, und dann gehen wir auch gerne schön essen, weil es gibt Strandpavillons, wo man fantastisch essen kann. Es gibt aber mittlerweile auch in Holland wirklich super Restaurants. Das sind nicht mehr diese Kittenspielen. Das Schöne ist, die Restaurants, die in dem Buch beschrieben sind, die kann man allesamt aufsuchen, die sind alle super, ich habe die alle getestet. Also die holländische Küche, und da kann ich dir nur zustimmen. Also früher hieß es ja immer, es muss frittiert sein, ja. Aber die können ja mittlerweile Antipasti, feine Sachen, kleine Sachen, tolle Küche. Und wie gesagt, es geht in dem Buch ja um Muscheln, also diese Geschichte Muscheln, Meeresfrüchte, Fisch, wow. Der Schnaps nach dem Essen, ne? Das, ja. Ich habe den Nobeltje gar nicht gefunden. Kam der nicht vor oder habe ich den überlesen? Nobeltje? Kennst du Nobeltje nicht? Nee. Dieser holländische Schnaps? Der erste schmeckt lecker, der zweite noch leckerer, den dritten merkst du nicht mehr, beim vierten fällst du eigentlich um. Das ist so ein süßer Likör. Nee, die trinken immer Eau de Genève oder Junge Genève. Ja. Ich bin dann eher beim Junge Genève, aber ich bin im Endeffekt ganz ehrlich nicht beim Schnaps, weil ich kann das nicht. Wenn ich bei einem einzigen bleibe, ja, dann ist das gut. Aber das bedeutet auch, meine Frau muss anwesend sein, sonst bleibe ich ja nicht bei einem. Und wenn ich nicht bei einem bleibe, geht es mir am nächsten Morgen schlecht. Das weiß ich, deswegen trinke ich lieber gar nichts. Wer es nicht kennt, was ist der Unterschied zwischen Eau de Genève und Junge Genève? Ja, der Junge Genève ist der so ein klarer Schnaps, ja. Also wie wir es also als Korn kennen oder Doppelkorn oder so. Der ist auch durchsichtig, klar. Ja, ne? Genève ist ja ein Wacholder, ja. Eigentlich, durchsichtig. Und der Eau de Genève sieht halt so ein bisschen aus wie ein Cognac. Ja. Und was sie auch schön haben, das ist der Korn van het Vat. Also ein Fasskorn, weil am Niederrhein findet man die ja auch öfter. Ja. Das ist auch ein leckeres Zeug, also kann man nicht anders sagen. Wie ist das mit Wein in Holland? Jetzt trinkst du ja auch gerne einen Wein. Du bist ja auch familiär da mittlerweile zum Glück vorbelastet. Ja. Weil dein Sohn eine tolle Karriere gemacht hat. Mein Sohn ist Weinküfermeister, ja. Großartig. Ja. So, jede Familie sollte einen haben. Ja, ich habe einen Arzt und einen... Nehmt ihr dann den Kofferraum voller Wein mit? Ja. Man kann auch im Supermarkt Albert Heijn oder wie die Dinger heißen, kann man auch ordentlich im Wein kriegen, aber die kosten auch ordentliches Geld und ich glaube, da habe ich zu Hause bessere Quellen. Und wenn man so sich Wein schicken lässt, dann kommt der ja gerne mal in so 12er-Kartons. Ja. Und so einen 12er-Karton, den verwahre ich immer und den mache ich mir voll und dann fahre ich nach Holland. Bernd hat mir auch gerade, wir sitzen hier, wir haben echt schon viel erzählt und ich muss erzählen, dass er auf die digitale Weinprobe, da ist er jetzt drauf gekommen, ne? Das ist, guck mal, weil er lacht. Hammer. Digitale Wein. Der Winzer steht da mit einem Gesprächspartner, so wie wir beide jetzt hier. Beide haben ihr Glas in der Hand und sagen, ja, und dieser Wein mit all seiner Mineralität und seinem, und dann der andere ist, wow, ich habe das erste Mal gesehen, habe ich diese Wein. Und wunderbar, ich sitze davor und rieche und schmecke und so. Wunderbar. Wie funktioniert das? Dann kriegt man auch die entsprechenden Probepakete? Also man kriegt die Pakete also dann jetzt? Man bestellt sich ein Paket mit 6 Flaschen Wein und dann dauert so eine Weinprobe ungefähr 2 Stunden. Kannst du dir vorstellen, wie das ausgeht? Und dann muss man auch bewerten, wie einem welcher, aber das kann man ja aufschreiben. Nein, es ist also so, im Endeffekt ist es so, wir sitzen auch mit 3 Mann davor und wir probieren die dann und der Rest wird halt hingestellt für den nächsten Tag oder so. Und wenn einem was wirklich gut schmeckt oder so, dann kann man den Wein halt bestellen. Normalerweise würde man zum Winzer gehen, 2, 3 Weine probieren sich und einen mitnehmen.
Ja. Geht ja im Moment ja. nicht. Aber da möchte ich mich gerne einladen mit dir. Ich möchte mit dir mal so eine Weinprobe mitmachen. Also ich setze mich gerne irgendwo mit meinem Mann, der ja auch sehr fanatisch ist diesbezüglich. Ja. Aber das fände ich schön. Allein die Gespräche, die nachher kein Mensch mehr hören will. Das ist super. Oder? Das ist total super. Wir machen das. Ist gebongt. Ja. Denn da sind wir dann auch bei deinem richtigen Beruf eigentlich. Du bist ja Kabarettist und Comedian in dieser Zeit. Du hast das Buch geschrieben. Ich glaube, du hast das nächste auch schon im Geiste angefangen, ne? Weil du ja nicht weißt, wann du wieder auf Tour gehen kannst. Richtig, ja. Also so ein bisschen auch aus dem, jetzt bin ich einmal im Flow, dann ziehe ich direkt durch. Ja, wie gesagt, Schreiben ist ein Teil meines Berufs und wenn ich schreibe, dann habe ich den Eindruck, ich arbeite noch. Ja. Und ein paar Sachen finden ja statt. Ich habe im Sommer habe ich in Dortmund, wo ich normalerweise in einem Spiegelzelt an der Westfalenhalle immer spiele, beim Ruhr-Hochdeutsch-Festival, da waren wir dieses Jahr in einer riesigen Halle von einem ehemaligen Stahlwerk, wo man diesen Sitzplan mit den ganzen Abständen hinbauen konnte. Und ich war so froh, dass ich auf der Bühne stehen konnte und das durfte. Und ich stehe dann da und ich liebe mein Publikum abgöttisch und spüre den ganzen Abend Wehmut. Also ich möchte jetzt verdammt nochmal, dass das irgendwann mal vorbeigeht jetzt. Das ist ja auch der Punkt. Ich habe mit einem Kollegen gearbeitet und da hatten wir wieder so einen kleinen Abend mit 200 Gästen und der hatte echt Tränen in den Augen. Mhm. Weil dieses Applausgefühl auf der Bühne stehen, das hat ja gar nichts mit Egozentrik zu tun. Es ist ja einfach, ja, so ein, das braucht man dann auch zum Leben, oder? Also ich habe im Karneval ja 4-mal in Autokinos gespielt. Jo. Und ich weiß, Helge Schneider hat gesagt, er spielt nicht für Autos. Nein, ich auch nicht. Ich weiß halt, da sitzen Menschen drin. Mhm. Und das macht dich melancholisch. Du stehst da, versuchst witzig zu sein, bist trotzdem ein bisschen traurig. Und wenn die Leute dann hinterher hupen, applaudieren und blinken und ihre Scheibenwischer anmachen, dann freust du dich halt tot. Es kam ja auch was zurück. Ich habe es auch erlebt und sie haben ja mittlerweile dann irgendwelche Lichterketten mitgebracht. Und die Schwingungen, die positiven. Das Schlimmste, was mir passiert ist, stell dir vor, es ist ein Kids-Nachmittag. Ja? Das heißt, die Eltern haben ihre Kinder mit dem Auto und haben Kids-Nachmittag und ich stehe in so einem Autokino. Und die hatten alle ihre Autos natürlich geschmückt wie verrückt. Die eine hatte eine Lichterkette an und Girlanden und Konfetti und alles. Und der eine hatte vorne so 2 Motto-Schals auf der Motorhaube so drüber. Ne? Sah richtig toll aus. Und ich sage, Mensch, mit Schals auf der Motorhaube, das hat Camilla immer schon von geträumt. Und ich denke, meine Güte, das ist oh Gott, ist sehr schlecht. Okay, ein Kids-Nachmittag. Aber das ist halt das Problem, wenn du zwischendurch einfach schneller sprichst, als du denkst. Ja. Wie hast du dich damit arrangiert? Als Helge damals sagte, ich mache das nicht vor Autokinos, haben viele Jugendkollegen gesagt, ja, der kann es sich ja auch leisten. Ne? Andere müssen. Wie hast du dich damit abgefunden? Also sagen wir mal so, die 4 Autokinos hätten mich nicht gerettet. Ja? Die hätten mich nicht gerettet. Nein, es ging schon darum, ich möchte trotz allem Kontakt zum Publikum haben. Ich habe das Video natürlich auch für mich genutzt. Ich habe einen Karnevalskalender gemacht, jeden Tag einen kleinen Spot ins Netz gestellt, wo man hoffentlich ein bisschen drüber lachen konnte. So wie so ein Adventskalender, Türchen aufmachen, sowas habe ich im Karneval gemacht, jeden Tag ein Türchen. Aber du hast völlig recht, bei mir ist es natürlich genauso, ich bin nicht ganz so lange im Geschäft wie Helge Schneider, aber lange genug. Also ich gehe deswegen jetzt, ich gehe nicht pleite. Aber viele, viele Kollegen schon. Was hat das denn mit dir gemacht, als wir haben ein Interview gemacht, ich glaube im Spätsommer, da kam so langsam raus, dass das mit Karneval nichts wird. Hattest du diese tolle Idee mit diesem Schunkelstrick? Da haben wir noch gedacht, wir könnten Schunkel stricken, also Strickschunkeln, wie heißt das? Mit so einem Knoten alle 1,5 Meter, fand ich super. 1,50 Meter Abstand wäre ungefähr so ein Springseil. Aber ne? Da und konnte ja keiner so von ausgehen, dass wir das noch nicht mal dürfen. Nee. Als du das gewahr wurdest, dass gar nichts geht, da ist doch... Ich habe mir ja so auf so einen lustigen Shitstorm gefangen, weil ich gesagt hatte, man kann Karneval nicht absagen. Ja. Was steht im Kalender? Nun ist es ja so, das ist auch schwierig, den zweiten Satz auch noch zu lesen. Der zweite Satz war natürlich, aber wir können den nicht so feiern wie sonst, aber dann stand schon, du willst, dass die Leute sich anstecken und so. Nein, es stand eindeutig, stand fest, so eine Feier, 1000 Mann im Saal, alle schunkeln, trinken, singen laut und küssen sich, geht nicht. Also insofern stand das fest. Insofern muss man was anderes tun. Dann schreibe ich halt. Aber wie ist das für dich als heiterer Nachdenker und auch Fabulierer, dass du ja wahrscheinlich einen Haufen Gags für die Tonne jetzt geschrieben hast, weil wenn du wieder darfst, sind die vielleicht, dann ist so viel anderes passiert, weil du ja mit dem Zeitgeist auch gehst. Ich hab ein Karnevalsprogramm geschrieben, obwohl ich nicht wusste, ob ich auftreten werde. Ja. Ich habe dann mal in eine Fernsehsitzung und 4-mal Autokino, hat sich gelohnt. Aber vielleicht kannst du ein paar Sachen für nächstes Jahr noch mitnehmen.
Oder? Kann ja sein. Im Allgemeinen nicht. Also bleibt bleibt da nichts. Das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, ich lege schon Wert darauf, dass das wirklich aktuell ist und bleibt. Und ja, das muss schon. Und du hast ja auch deine Gitarre mitgebracht. Komm, lass uns Musik machen. Ja. Ich hätte ja total Bock, mit dir den Wellerman zu singen, aber den machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal. Ja. Sind wir uhrzeitmäßig schon ungefähr? Nee, wir haben noch Zeit. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, aber vielleicht... Ich habe nämlich gestern den Leuten mal die erste Strophe vorgespielt von einem neuen Lied. Ja. Und da geht es genau um Holland W. Holland W, ja. Autos aus Reihen von grauem Metall, Gehupe, Gezeter und Rast überall. Der Weg durch den Nachmittag leicht einer Hatz, zwischen Häusern und Himmel zu wenig Platz. Die Wintersonne verschwindet im Dunst. Mein Gott, gewähre uns nur diese Kunst. Wir bitten bescheiden, schicke uns beiden. Wir haben nur diesen Wunsch und nicht mehr. Schick uns nach Seeland ans Meer. Für 3 Tage vor, auf und hinter dem Deich gäbe ich gerne ein Königreich. Mit dem Fietz durch die Wege vom Weißdorn gesäumt, durch den Raps, der noch gar nicht gelb vom Sommer träumt. Wir stapfen warm eingepackt und Hand in Hand, rotgefrorene Nase über den Strand, an der Nordsee entlang und über den Deich. Das brauch ich, wofür brauch ich ein Königreich? Wenn der Raps blüht, die Halme wiegen sich im Wind, wenn im April die Kaltblüter auf den Weiden sind, du siehst wieder Häuser mit offenen Türen. Menschen lassen dich Gelassenheit spüren, der manches mit Zwiebeln mein Leibgericht. Die Sonne steigt höher, da ist dieses Licht. Schon vor 100 Jahren kam Piet Mondrian, um dies Licht zu malen hierher. Es zog ihn nach Seeland ans Meer. Für 3 Tage vor, auf und hinter dem Deich gäbe ich gerne ein Königreich. Für Ringreiden, Kibbeling, Fritjes Spezial, für Muscheln, Saté, für den Haring, den Aal. In der Frühlingssonne geh ich mit dir Hand in Hand. Spüre salzige Lippen, wir gehen Hand in Hand. Am Wasser entlang und über den Deich. Das brauch ich, wofür brauch ich ein Königreich? Der Herbstwind peitscht über die offene See. Mir wird Sand in die Augen, ich blinzel, ich seh. Kleine Häuser, hier ist nicht ein Hochhaus zu sehen. Hier wirkt alles bescheiden, lass uns weitergehen. Hier spürst du, dass du nur ein Sandkorn bist, am Strand vor dem riesigen Meer, und das ist wie ein helles Licht, es scheint dir ins Gesicht, vertreibt trübe Gedanken von irgendwoher. Du findest es in Seeland am Meer. Für 3 Tage vor, auf und hinter dem Deich gäbe ich gerne ein Königreich. Du kannst Auto fahren, doch mit dem Fietz bist du schneller. Und so schöne Häuser und ohne Keller. Im Herbstwind geh ich mit dir über den Strand. Mit Schal um den Hals gehen wir Hand in Hand. Am Wasser entlang und über den Deich. Das brauch ich, wofür brauch ich ein Königreich. Das ist schön, ne? Das ist ja eine hammer tolle Stimme, ne? Dankeschön. Sagt dir das eigentlich ab und zu noch jemand? Sagt dir das noch jemand oder weißt du das einfach? Du kannst total gut singen. Ja, das, ja. Ich habe zwischendurch, danke, als ich dich kennengelernt habe, habe ich immer gedacht, er ist ein Sprechkabarettist und er singt, weil das so dazugehört. Ja. Dann habe ich gesagt, aber dann merke ich, aber allein das Singen reicht ja auch schon. Das, ist, das Besondere beim Singen ist, also Singen und Bücher ist ein Ding. Weil mit einem Lied kannst du eine Geschichte erzählen in 3 Minuten. Das geht in einem Prosatext nicht, da braucht man schon mal 416 Seiten. Aber das ist wirklich schön, dass man so in einem Lied kann man eine kleine Geschichte erzählen. Und ein Lied entführt dich. Ich sage ja deswegen immer, ich möchte kein Comedian sein, weil ein Comedian hat ein Mikrofon in der Hand, rennt 2 Stunden über die Bühne, erzählt irgendwas, Hauptsache ist lustig. Mhm. Und das wäre mir zu wenig. Und ich merke das auch selber immer, wenn ich im Publikum sitze, nach einer Dreiviertelstunde lachen, wird mir langweilig. Ich weiß, das ist ein bisschen doof, aber ich kenne nur 2, 3 Leute, wo ich wirklich 2 Stunden ein Programm hören kann und amüsiere mich darüber. Ich denke immer, ich brauche Momente, um runterzukommen. Ich möchte mal leise
Musik hören. Ich möchte mal ruhig werden können. Und dafür ist natürlich Musik wunderbar geeignet. Ja, und so und Gedankenanstöße kriegen, mit denen man auch mal im Moment dann alleine sein kann. Ja, das stimmt. Ja. Merkst du mit zunehmendem Alter, wie sehr du auch gesegnet bist mit diesen Talenten? Oder hast du das früher überhaupt so wahrgenommen? Nein. Das habe ich früher gar nicht wahrgenommen. Aber dieses Alter hat mich natürlich verändert. Und ich finde das sehr, sehr gut so. Ich bin mit meinem Alter, ich werde jetzt dieses Jahr 60 und ich bin damit sehr einverstanden. Und wichtig ist nur, dass man sich dann auch mitverändert, dass man sich zwischendurch mal neu erfindet. Und wenn ich mich heute auf die Bühne stellen würde und würde sagen, ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Gut, das mache ich noch als Zugabe. Ja? Aber das kann nicht mehr der Inhalt des Vortrags sein. Was hast du diesem Lied zu verdanken? Es ist ja Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich, ne? Ja, ich kenne die Geschichte von Herbert Grönemeyer, der einfach nicht bereit ist, die Currywurst noch irgendwo zu spielen, weil stimmt, ja. Er will das nicht mehr. So, ja, ich habe das Lied auch 3000 Mal gespielt. Irgendwann singe ich auch andere Lieder lieber. Aber ich habe dem natürlich, wer weiß, was zu verdanken. Das Lied ist auch 500.000 Mal auf irgendwelchen Samplern gekoppelt. Das war auf Ballermann-Hits. Jawohl, da hat mich einer angerufen, möchtest du in Mallorca auftreten? Ich sagte, ja, gerne. In einem Restaurant. Ja, wunderbar, wann denn? Ja, soll ich so 1.30 Uhr und 3.30 Uhr. Das Restaurant heißt Oberbayern. Habe ich gesagt, nee, dann doch eher nicht. Das war damals. Hätte ich ja damals auch sagen können, ja, aber schön Ballermann, nee, das. Ja, da hättest du dir hier noch so ein Chalet wahrscheinlich kaufen können nachher in Holle. Du hast ja mit dem Regenwurm dann auch noch einen nachgelegt. Der Regenwurm war, ja, ich habe am Anfang immer nur Tiere geschrieben. Ne? Erst der Bär, dann das Kaninchen. Im nächsten Leben wäre ich lieber ein Kaninchen, dann noch ein Regenwurm. Dann, aber vor der Amöbe habe ich dann aufgehört. Hast du diese Lieder geschrieben, weil du auch jetzt mal ein Lied zwischendurch machen musstest? Oder war das schon gezielt? Nein, ich habe da auch Spaß gehabt an unglaublichen Nonsens. Das war mir, glaube ich, auch wichtig. Und gerade dieser Spaß an Nonsens, der ist mir so ein bisschen Nonsens, heißt ja inhaltslos. Und das ist mir verloren gegangen. Mhm. Das möchte ich heute nicht mehr. Und das ist eben auch nicht schlimm. Das finde ich toll. Wie lebt deine Frau mit dir? Wie bist du als Mann zu Hause? Also du bist so eine Rüseltüte. Ja. Dir fällt nur Wohnen schwer. Ja. Du bist so ein kreativer Geist. Wahrscheinlich kommst du auch immer mit Ideen um die Ecke und verlangst auch Aufmerksamkeit von denen, die dann um dich rum sind. Und ich bin auch, glaube ich, sehr aufmerksam, auch gegenüber anderen, gegenüber meiner Frau. Wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann kaufe ich ihr das. Dafür vergesse ich den Hochzeitstag. Und ich glaube, wir sind ganz, ganz lange, jetzt bin ich 30 Jahre verheiratet, sind ganz lange wunderbar miteinander klargekommen. Und die 104 Tourneeauftritte pro Jahr waren auch ein Teil dieses wunderbar miteinander klarkommens. So, und dann kommt Corona und du hängst dir mal ein Jahr auf der Pelle. Jo. Du hast mir eben erzählt, du bist jetzt, wenn du beim WDR arbeitest, bist du auch mal eine Woche in Köln. Ja, zumindest mal eine Nacht nicht zu Hause. Also nicht lange Strecke, aber schon mal wie Tour halt. Kann man mal machen, ne? Ja. 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 So, und dann freut man sich, wenn ich war dann, ja, vielleicht durch den Osten fahre, oder Dresden, Leipzig, Gera, Wühlmäuse, Brandenburg, zack, 5 Tage später kommst du nach Hause, freust dich halt tot. Und meine Frau freut sich, dann kocht meine Frau was Schönes, weil ich komme. Und nach 3 Tagen denkst du dir, puh, und dann fährt man auch wieder. Mhm. Ja, und das ist ja dieses Jahr jetzt anders. Und da bin ich wirklich stolz. Ja. Da bin ich richtig stolz. Das haben wir super hingekriegt. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, sich unterhalten. Ja. Sich was zu sagen haben, sich was erzählen, zu erzählen haben. Das finde ich ganz entscheidend. Ich habe mal ein Lied geschrieben, das heißt Neugierig auf dich. Und das muss man bleiben. Mhm. Solange man auf den Partner immer noch neugierig ist, ob man jetzt 30 Jahre verheiratet ist oder 60. Ja, und wahrnehmen und annehmen. Ja. Aber wo du stolz darauf sprachst, du hast deine beiden Kinder auch super auf den Weg gebracht. Oder? Ich meine, gut, dahin gehen sie wohnen nicht mehr zu Hause. Ja, naja, der Sohn schon. Mein Sohn ist jetzt, der arbeitet an der A und das ist von Bornheim nicht so weit weg und da ist das, die Wohnung bei Muttern, Hotel Mama nicht so falsch. Wobei er sieht das nicht so. Er sagt, meine Eltern wohnen noch bei ihm. Aber das also ist das auch endlich, da würde ich jetzt ja, mal gucken, ob du da... Ja, natürlich, müssen wir raus. Ja, genau. Nein, da bin ich, das sind so Momente, ja. Wenn ich, als ich 40 wurde, mit 30 war eine Katastrophe, ja. Mit 30 auf einen Schlag vorne die 2 weg, um Gottes Willen, uralt, auf einen Schlag. 40 war wieder okay. Mit 40 hatte ich Frau, 2 Kinder, ein Reihenhaus, kann man 40 werden. 50 war schrecklich.
Mit 50 sagst du so, das war jetzt die Hälfte und dann rechnest du nach. Ach du Scheiße. Ich bin vor 4 Wochen 50 geworden und ich hadere total damit. Erzähl mir, warum das so scheiße ist. Es ja, weil man irgendwie, weil man immer das erste Mal denkt, boah. Weil man rückwärts zählt jetzt, oder? So. Ja. Und mit 60, aber ich verspreche dir, mit 60 ist super. 60 ist wirklich schön. Du sagst, okay, also jetzt brauchst du mir gar nicht mehr erst überlegen, was wäre die Hälfte. Das ist vorbei, ja. Aber wie viele schwierige Geschichten hast du denn jetzt hinter dir? Ich möchte ja nicht mehr 16 sein. Mhm. Wie, nochmal wieder immer um die Mädels kämpfen und die schlankeren gewinnen? Nein. Wie süß. Und ich weiß nicht, ich hatte im Tanzkurs ein wunderbares Mädchen und dann lernt ihr einen kennen, der besser tanzt. Das ist auch, ja, das will ich alles nicht mehr. So, und jetzt ist es aber so weit, dass du hast es gerade gesagt, du hast die Kinder auf den Weg gebracht. Mhm. Das ist der große Unterschied zum Elefanten. Jetzt bin ich gespannt. Wenn der Elefant die Kinder auf den Weg gebracht hat und hat das alles soweit erledigt, dann ist der biologisch durch, dann geht der in den Wald und da ist so ein Elefantenfriedhof, der legt er sich hin und dann fällt ihm irgendwann der Stoßzahn ab. So. Und wir Menschen haben den großen Vorteil, das große Glück, dass das nicht so ist. Mhm. Wenn wir es geschafft haben, haben die Kinder aus dem Weg gebracht, dann sagt man, so, und jetzt wir. Ist der Gedanke nicht toll? Der ist toll, ja. Ich finde das großartig. Ich werde immer dafür sorgen, dass ich so viel wie möglich dafür tun kann, dass es den Kindern gut geht. Ich werde ihnen nicht auf die Nerven gehen, aber wenn sie den Eindruck haben, sie müssten den Alten mal was fragen, dann ist der Alte auch dafür da. Meine Tochter zum Beispiel hat jetzt einen Enkelhund. Ja, Enkelkind noch nicht, aber einen Enkelhund schon mal, damit ich mich daran gewöhnen kann. Und wenn dann mal Gassi-Probleme sind, ja, dann kommt Opa um die Ecke. Ne? Und das finde ich so. Ich glaube, deswegen denke ich so, wenn man 60 wird und sagt sich so, jetzt überlegen wir mal, was wollen wir noch mal alles schön einstehen. Jetzt gibt es nur zwei Bedingungen, dass man muss beweglich bleiben. Genau, körperlich gesund und geistig, fertig. Und da sind wir auch bei dem nächsten Thema. Worüber regst du dich auf? Du bist, glaube ich, in welcher Impfgruppe bist du denn? Das ist ja, glaube ich, auch so jetzt so eine, da kann man sich ja gut an. Das ist ein schwieriges Problem. Also ich bin in der Impfgruppe 4, war 3 wegen BMI über 30, Adipositas. Aber jetzt bin ich BMI unter 30, rutsche wieder zurück in 4, aber am 19. April werde ich 60 und rutsche in 3 zurück. Okay. Und wenn das nicht klappt, muss ich wieder essen. Ja, würdest du denn AstraZeneca nehmen? Ja, sicher. Ja? Sofort. Weil das ist ja gerade, was hältst du von der Debatte da gerade mit Impfterminen, die nicht eingehalten werden? Also, AstraZeneca ist ein Impfstoff, der nach allem, was man ernsthaft weiß, gut funktioniert. Das einzige Problem, was es gab, ist, er ist getestet worden in Südafrika und Südafrika gibt es nicht viele Leute über 60. Mhm. So, das heißt, in dieser Altersgruppe sind einfach keine Forschungsergebnisse da. Aber was reinkommt, was man im Moment hört, ist eigentlich eher beruhigend oder sogar eher gut. So. Und eine Grippeimpfung, die wir regelmäßig nehmen, die hat immer eine Wirksamkeit von 60-70% und es funktioniert. Ja? Also, wenn mich einer anruft und sagt, Bernd, heute impfen, ich stehe direkt auf der Matte. Da gibt es Leute, die sagen, sie lassen sich nicht impfen, sie wissen ja nicht, was drin ist. Hallo, ich mache regelmäßig Urlaub in Holland. Ich ernähre mich von Frikadell Spezial. Wenn ich wissen wollte, was da drin ist, wäre ich da jeden Sommer verhungert. Da ist was dran. Da ist was dran. Das heißt, glaubst du, für diesen Sommer, oder ja, reden wir über den Sommer, du als Bühnenmann, was schwebt dir da für ein Gedanke vor? Was hast du da für eine Vision, wie es sein kann? Ich glaube, dass wir im Sommer die ersten Auftritte haben, dass es erste Open Airs gibt, wo man wieder ein bisschen spielen kann. Noch nicht so viele Leute wie sonst, aber es wird die ersten Auftritte wieder geben. Und ich hoffe, dass es sich in Richtung Herbst normalisiert. Hättest du jemals für möglich gehalten, dass sowas passieren könnte, wie wir das jetzt erleben? Dass es eine Pandemie gibt, die ganze Welt mal eben aus den Angeln hebt? Für möglich gehalten, ja, damit gerechnet niemals. Mhm. Ja, wir hatten ja schon mal eine spanische Pest und spanische Grippe und wir hatten die Pest und also insofern, da hat es schon Beispiele gegeben. Irgendwie denkt man, da sind wir heute, waren wir heute Medikamente und medizinforschungsmäßig dagegen gerüstet, waren wir eben nicht. Und deswegen ist mir auch eins wichtig: Niemand hat da Erfahrung. Und deswegen rege ich mich kolossal darüber auf, wenn es jetzt immer heißt, Desaster, Versagen der Politik, Versagen der Industrie, Versagen von allem. Nein, ich möchte ein Mensch sein, der Menschen mag. Und deswegen ist es mir wirklich wichtig zu sagen,
Ich gehe fest davon aus, dass alle Leute, die da oben an irgendwelchen Schaltstellen sitzen, und ich möchte nicht mit denen tauschen, dass die versuchen, alles richtig zu machen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, sie werden sicher Fehler machen, klar. Mhm. Das würden wir aber sicher auch tun. Nur jetzt immer nur von Versagen zu reden und da Hass zu schüren und Klatschen zu verteilen und sowas, ich fürchte, das führt irgendwann dazu, dass wir so eine Situation kriegen wie in Amerika. Mhm. Eine zweigeteilte Gesellschaft von zwei Gruppen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Mhm. Das wäre eine Katastrophe und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir Sprache zügeln. Was glaubst du, welche Bedürfnisse zu befriedigen sind bei den Menschen, wenn die wieder vor die Tür dürfen? Wenn ich es an mir sehe oder du an dir, also ich hätte jetzt erstmal gar keinen Bock auf ein 2000-Mann-Konzert zu gehen, aber ich würde mich erstmal wieder freuen, auf eine 50-Mann-Fete zu gehen. Was heißt das für dich als Unterhalter? Ich bin da auch noch sehr, ich frage mich da auch noch vieles. Ich habe da geschrieben, ich habe ganz bewusst, in dem Buch gibt es keinen Corona-Punkt, ist nicht. Da war nicht drin. Ja. Die küssen sich weiterhin dreimal auf die Wange. Nur ich frage mich, wann fangen die denn damit wieder an? Wann geben wir denn jemandem mal wieder so einfach so die Hand? Oder lassen wir es uns so und sagen weiterhin, hallo? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da manchmal das Bedürfnis, Menschen einfach in den Arm zu nehmen. Aber ob ich das dann will? Ja, es war ja, vielleicht waren wir in allem auch ein bisschen zu drüber, in allem, was wir gemacht haben. Im Arbeiten, im Unterwegssein, im Zusammen und doch nicht zusammen. Also ich empfinde diese Zeit schon so, dass wir zwar weniger Menschen sehen, aber die, die wir sehen, die empfinden wir intensiver. Ich glaube, ohne Corona säßen wir jetzt hier auch nicht, dann hätten wir diese wunderbare Stunde nicht zusammen. Ich glaube, erstmal war das fürchterlich, ist fürchterlich, diese Pandemie und so, dass so viele Menschen daran gestorben sind und viele Leute nicht daran gestorben sind, aber jetzt noch echte Probleme damit haben, das ist alles schrecklich. Aber für mich hat es auch zwei, drei Aspekte gehabt, die gar nicht so falsch sind. Ich habe ein schönes Buch zu Ende schreiben können und ich werde in diesen Workaholic-Modus nicht zurückgehen. Ja, das wollte ich damit, ich empfinde das so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich Einfluss darauf habe. Ich werde sicher immer arbeiten, werde nie ganz aufhören zu arbeiten. Mein großes Vorbild ist da Dieter Hildebrandt. Der ist mit 86 Jahren gestorben, hätte aber in der Woche drauf noch Auftritte gehabt. Mhm. Schönere Form von Optimismus kann es nicht geben. Aber so viel, so immer in der Tretmühle sein, wie ich das zuletzt war, das möchte ich, glaube ich, nicht mehr. Was vermisst du im Moment besonders, wenn es um Lockerungen und Öffnungen geht? Also angenommen, alles macht auf. Wo rennst du als erstes hin? Na, mir fehlt die Bühne. Die Bühne. Ich würde wirklich gerne mich mit dem Buch irgendwo hinsetzen und Lesungen machen. Ich würde gerne auf die Buchmesse gehen. Die wird es dann digital geben. Und ich möchte gerne mit meiner Frau einfach mal wieder in Ruhe essen gehen. Das stimmt. Dass man sich was aussucht und das kocht jemand anders und das bin nicht ich oder mein Mann und wir müssen die Spülmaschine nicht einräumen. Aber wenn wir ja wieder mehr als eine Person aus dem fremden Haushalt einladen dürfen, dann machen wir ja die Weinprobe und dann passt das doch. An dem Abend, genau. Wahrscheinlich machen wir vorher die Weinprobe digital und gehen dann noch essen. Sternhagel voll zwar, aber egal. Das wird ein Tag, ne? Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass du dein Buch auch vor Menschen demnächst vorlesen darfst. Ich würde es auf jeden Fall, würde ich sehr wünschen. Ich hoffe es sehr, weil es sind so schöne, witzige, kleine Geschichten drin. Und ich glaube, es ist auch rattenspannend. Und es ist vor allen Dingen dieses Weh, wie du sagst. Ich habe letzte Woche mit einem Koch telefoniert im Radio, der ist unterkocht. Der war ganz unglücklich, weil er so unterkocht ist. Ja. Du hast jetzt Holland-Weh. Es tun sich halt auch so Defizite auf, die sich auch in physischen Malessen bemerkbar machen. Aber ich glaube, wenn man das dafür ist, so ein Buch lesen. Absolut. Weil dann, ich glaube, man kriegt das Grinsen eine Zeit lang nicht aus dem Gesicht und dann. Und du hast es dir ja sogar noch vorgelesen. Das finde ich auch. Also ein Hörbuch draus zu machen, ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Ja, vor allen Dingen, das Schlimme war ja, bisher war dieses Hörbuch ja immer auf CDs. Ja. Und dementsprechend, wenn man schon 5 hatte oder 4, da musste man es immer einkürzen, wie verrückt, damit es nicht zu lang wurde. Jetzt wird es aber meist ja runtergeladen und dann dieses Hörbuch sind 2 MP3-CDs. Das heißt, da kriegt man das alles drauf. Und dieses Hörbuch ist ungekürzt. Und ich habe es natürlich selber gelesen und ich habe beim Lesen selber wieder richtig Spaß gehabt. Und so ein dickes Buch, wie lange liest du dann vor? Ich brauche 4 Tage, um das Buch zu lesen. Aber dann auch jeden Tag so 5-6 Stunden lese ich das. Und dann liest du es auch 1:1, so wie es da steht?
Ja, ab und zu habe ich auch mal einen Satz, wo ich denke, der klingt gesprochen andersrum besser. Und du hast es geschafft, das Buch vorzulesen ohne deine Gitarre in so einem Studio, wo Audio aufgenommen wird, ohne was zu singen zwischendurch. Ja, ich habe das nur gesprochen. Aber ich habe zwischendurch einige Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel einen, der ist so ein Food-Blogger, von dem wir eben gesprochen haben, Chester Bloomberg, der spricht wie Howard Carpendale, weil der ist ja, Chester Bloomberg ist ja, ja. Engländer. Moment, Chester habe ich hier stehen. Mal eben gucken, wo er denn auftaucht. So. Bloomberg lehnte sich zurück. Dieser Jakobus Schouten ist in der Querulant. Deshalb habe ich ihn ja als Interviewpartner für meinen Videoblog ausgewählt. Wissen Sie, in Frankreich oder Portugal werden die Muscheln fast nur noch in Hängekultur gezüchtet. Da hängen diese wunderbaren schwarz-violetten Geschmacksbomben an Seilen. Rund um sie herum tobt das leckere Plankton. Sie klappen kurz, aufatmen einmal ein und schon ist der Nährstoffbedarf für die nächsten 2 Tage gedeckt. Wie soll ich Ihnen das erklären? Chester Bloomberg legte seine Stirn in bedeutungsschwangere Falten. Stellen Sie sich ein Reh vor, das im dunklen Tann zwischen 2 prächtigen Fichten in einer Hängematte liegt und einmal am Tag kommt der Förster vorbei, grüßt freundlich und legt dem kleinen Bambi zärtlich junges Gras, Knospen und ein paar frische Kräuter in den Mund. Glauben Sie, dass das Muskelfleisch dieses Tieres schmackhaft ist? Das ist er. Und das Schönste ist, nachdem die Camper dann mit ihm gesprochen haben, und er sieht ja sehr lustig aus, er ist immer toll angezogen, jetzt geht also Chester Bloomberg. Doch plötzlich schlug sich Detlef die Hand vor den Mund und rief laut aus, um Gottes Willen. Die anderen 4 Männer beendeten schlagartig ihr Gespräch und schauten in das schreckverzerrte Gesicht ihres Kumpanen. Was ist los? Detlef konnte nicht sprechen. Zu einigen unartikulierten Lauten deutete er nur auf die Rechnung, die vor ihm auf dem Tisch lag. Lothar ergriff sie als erster. Die 3 übrigen schauten nun alle von Detlef auf Lothar und der stammelte, dieser geckenhafte Gnom. Er hat das Bier. Dieses kulturhistorisch einzigartige Gebräu, wohlschmeckend, nährstoffreich und belebend. Er hat das Bier in einem Satz 4-mal beleidigt. 6 fragende Augen waren auf ihn gerichtet und nach einer langen Pause sagte er, hier steht ein kleines, alkoholfreies Radler. Da habe ich auch sehr gelacht an der Stelle. Aber wenn du den vorliest, dann könntest du auch Hello Again direkt noch singen dazu. Das ist sehr schön. So, jetzt machen wir noch den kurzen Büchercheck. Wem würdest du dieses Buch schenken? Ich hab das Buch geschenkt. Pim von Engelenburg. Mhm. Pim von Engelenburg ist mein Jerseke-Experte. Der hat mich durch Jerseke geführt. Der hat mir die Fischer vorgestellt, wo ich auf dem Kutter war, um das Ganze mitzumachen, damit ich auch. Also was man jetzt hier über Muschelfangen und Muschelzucht liest, das stimmt. Das ist wirklich recherchiert. Und ich war auf dem Kutter und Pim hat mir das vorgestellt. Und ich finde einfach, wenn ein Mann im Muschelort Jerseke die besten Restaurants der Welt kennt und dann noch Pim van Engelenburg heißt, dann hat er es verdient. Dann natürlich meine gute Freundin Anouk Ellen-Susan, die mir auch sehr geholfen hat, wenn ich mal so ein, ich spreche Niederländisch, aber manchmal kommt es mir im Übersetzen nicht weit, dann hat das eine andere Bedeutung und dann kann ich bei Anouk auch nachts um 23:30 noch eben anrufen. Das war schon sehr hilfreich und die hat auch eins bekommen. Können denn die Basta Lübes das nicht auf Holländisch übersetzen? Die wunderbaren Bücher von Donna Leon über Kommissario Guido Brunet. Genau, die ja angeblich die in Venedig war, oder? Die gibt es in allen möglichen Sprachen. Ja. Die hat da mal gewohnt, aber die gibt es nicht auf Italienisch. Weil die Venezianer wahrscheinlich sagen würden, was schreibt die denn für eine Scheiße? Ja, die hat keine Ahnung, die Alte. Ja. Also, ich weiß nicht, ich kenne einige Niederländer, die es gelesen haben und die haben gesagt, das ist toll. Also jetzt nicht dieses, sondern die letzten beiden. Weil der erste war ja, der Tod hat eine Anhängerkupplung. Sehr gut, sehr toller Titel. Ja. Und der zweite hieß, der Killer kommt auf leisen Klompen. Also das ist auch... Das ist schon irgendwie... Aber der Killer kommt auf leisen Klompen war auch ein herrlicher Fall. Das hat Spaß gemacht. Da hatte ich in dem ersten Buch, sagt Pete, der ja der größte Agatha Christie-Fan weltweit ist, der sagt in dem ersten Buch, wenn da mal ein alter Skipper auf einem Hausboot umgenietet würde, alle Verdächtigen an Bord und dann 2 Agenten vor die Tür stellen, die keinen rauslassen, dann würde er auch da drauf gehen und ihnen schon zeigen, dass Hercule Poirot doch nur ein Belgier ist. Und da habe ich mir überlegt, warum soll ich ihm das nicht gönnen? Ja. Und dann habe ich ihm halt ein Hausboot gegeben und nur, ein alter Skipper ist ja auch langweilig, ne? Ja. Deswegen habe ich eine schöne Frau da hingelegt, also wirklich sehr schöne Frau, eine unglaublich schöne Frau. Nackt, also schön und nackt, sie hat nur einen einzigen Fehler, sie war tot. Mhm. Und wirklich auch ein sehr spannender Fall. Und da habe ich das auch schon, man kann ja nicht nur Leute entwerfen, man kann ja auch
Wohnungen einrichten. Ich habe dieses Hausboot eingerichtet und habe da ein Bild hingehängt, eine Fotografie hingehängt von Mick Jagger. Ja? Und diese Fotografie von Mick Jagger als alte Frau von Anton Corbijn im Original, so heißt der Fotograf. Und Mick Jagger als alte Frau, ich fand das so wunderbar und das gibt es in der 12er Auflage und habe ich mir gedacht, davon kaufe ich mir eins. Wenn das Buch gut verkauft wird, dann kaufe ich mir davon eins. Und dann habe ich hinterher nachgeguckt, also es ist so, dass Ken Follett mehr Bücher verkauft als ich, aber ich müsste schon so viele Bücher wie Ken Follett verkaufen, um mir dieses Bild zu kaufen. Insofern hängt es nur bei der Dame im Hausboot und nicht bei mir. Aber du hast auch schon Futter gesammelt für den vierten Fall. Ja, für den vierten und fünften bin ich. Guck, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nach beim vierten und fünften und zwischendurch zur Weinprobe auf jeden Fall wiedersehen, lieber Bernd. Ich bedanke mich ganz herzlich. Also eine Stunde reden mit jemandem, der so viel zu erzählen hat, ist ein Geschenk. Ich habe mich so wohl gefühlt. Danke an Bastian Löbe und an den Express, dass wir so ausführlich über dein neues Buch und dich und das Leben und die Zeit sprechen konnten im ungeschützten Raum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt Spaß gemacht beim Zugucken. Du signierst jetzt noch. Wir haben einen ganzen Stapel Bücher da. Und die werden dann morgen früh direkt gebracht zur Buchhandlung des Vertrauens in den siebten Himmel. Ein Konzeptstore. Ja. Und da kann man hinkommen und die haben einen Click und Collect. Das heißt, man kann vorher Bescheid sagen, dass man da eins abholt, dann sind die da und dann kriegt man das Buch. Und wir haben da insgesamt, lass mich nicht lügen, das sind 50 Stück. Genau, und du schreibst dann da Susanne, Thomas, Markus, Stefan und dann können die immer ankreuzen für. Ja. Ne, das sind ja die gängigen Namen in der Generation. Lieber Bernd, alles auch gut. Ich finde auch immer so schön, für Oma Willi zum 60. und so, Opa Willi zum 60. Stimmt. Danke, bleib gesund. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und dann gerne, dann kommst du zu Steffis Kneipenquiz als mein Gast und dann machen wir zusammen Musik und machen Quatsch. Ja, müssen wir nur abmachen, in welcher Reihenfolge. Erst die Weinprobe und das Kneipenquiz, dann oder umgedreht, das sehen wir dann. Ja, wir machen oft beides an einem Abend. Lieber Bernd, danke schön, Wiedersehen. Tschüss, danke sehr. Bis bald. Vielen Dank, liebe Steffi.